Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild mit mir, dem Poterzo. Ich habe mir Pfeile besorgt, um, wenn ihr genau sehen wollt, ich weiß nicht mehr, welchen Stand ich vorher hatte von den Rubinen her, aber wir haben wesentlich, wesentlich mehr Pfeile. Von euch leider nicht mal so viel, weil... So, auf jeden Fall... muss ich noch was sagen? Was Doofes. Und zwar, ihr erinnert euch, glaube ich, noch im vorletzten Part. Nee. Noch ein Part davor. Also, vor drei Parts hab ich ja in Kakariko, wo bist du? Hier. So ein Rumi gesehen, ne? Der lief doch hier rum und hat geleuchtet. Den habe ich fotografiert. Und zwar habe ich ja, war ich im Wald der Crocs, ne? Und da war so einer mit so einem Ausrufezeichen, wollte ich mal gucken, was er nochmal für eine Quest hat. Vielleicht kann man die ja machen. Und der wollte eben dieses Foto von Rumi haben. Und da habe ich diese Quest damit erfüllt, also vollständig gemacht. Ja. Doof lässt sich aber nicht mehr ändern. Leider. Auf jeden Fall, was haben wir bekommen? Wir haben 100 Rubine bekommen und haben gleichzeitig noch eine Info bekommen. Und zwar, wenn wir auf so einen Rumi mit einem Pfeil schießen, bekommen wir ganz viel, also sollen wir ganz viele Rubine bekommen. So, wir waren also mal wieder zu nett. So, genau, sonst habe ich alles abgeklappert, war hier hinten in Rodania, bei den Crocs, Hateno, bei den Zoras und so bla 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 bla, Kakariko auch. Und habe dort ganz viele Pfeile geholt. Oh. Mit unserer Krabbelkant begeben wir uns diesmal zu nach da hinten hin. Wir wissen ja, dass das vorne ein Schrein ist. Du bist ganz toll. War da mal so ein Wächter oder dich? Oh, Wächter laufend hat man tatsächlich noch nicht. Gut. Dann machen wir uns dort hinten mal einen Marker hin, weil da ist ein Schrein. Dann wissen wir, dass da hinten ein Schrein ist, über dem Peter dem Berg, wo gerade der Schatten rausgeworfen ist. Da hinten haben wir noch was Interessantes. Wir können aber nur noch einen Marker setzen und den will ich halt erstmal noch nicht verschwenden. Da wollen wir überall die nächsten Parts hin. Da hinten ist ein Schrein. Seht ihr den? So hinter den Bäumen, den sieht man hier kaum. Warte mal. Link, wie gut siehst du den hier raus? Da hinten. So, wir haben leider keine Marker mehr. Da schaue ich trotzdem nochmal um. Einfach um Schreine noch zu erblicken. Da hinten ist auch noch irgendwas. Da hinten ist auch noch irgendwas. Aber ich weiß, dass wir schon mal nicht da vorne waren, aber wir waren mal, lasst mich kurz gucken, wir sind ja mal hier so lang gelaufen, hier waren wir, na gut, hier war glaube ich auch, warte mal, nee, hier sind wir lang gelaufen, aber jetzt nicht direkt hier in der Ebene, nur hier kurz rein, also hier könnten wir uns auch nochmal umschauen, also wir gehen mal kurz hier lang, dann gehen wir hier über die Ebene mal so ein bisschen mal, ne, mal. So, also den Schrein, der dauert dort hinten noch und hier kriegen wir erstmal zwei wieder. Wieso sind beide wieder da? Das stimmt nicht, wir hatten Blutmond. Ich möchte eine andere Waffe. Ja, komm, da kämpfen wir jetzt erstmal damit. Da kämpfen wir jetzt erstmal mit dem Ritterschwert. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Weil ich möchte jetzt schon die Rohstoffe, sage ich jetzt mal, haben. Weil es sind ja schließlich unsere Rohstoffe, die kann man doch nicht einfach so kaputt machen. So. Was steht da hinten? Ach, da hinten. Das ist ein Fuchs im Programm. Ja, das wäre ein Fuchs gewesen. Mal wieder. Warte mal. So, da hinten können wir dann mal hin und kämpfen. Das werden wir dann, glaube ich, auch mal machen.
Um mal nochmal ein paar auf die Fresse zu geben. Ah ne, Quatsch, die Kathedrale der Zeit war ja dort hinten, ne? So, auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal in diesen Schrein hier rein. Weil da gibt es ja wieder einige. In Yakamata-Schrein. Alles klar. Den haben wir ja auch schon im letzten Part gesehen. Die sind ja dran vorbeigelaufen, weil wir schon doch erstmal zum Turm wollten. Und dann nach dem Schrein geht es ja in diese Ruine. Aber wer weiß, wie weit wir in diesen Schrein kommen, ne? Und wer weiß, wie viele Orte wir auch noch sehen werden bei Zelda Breath of the Wild. Oh. Gewaltige Kraft. Okay, wir gucken uns erstmal um. Ah, okay, hier habe ich schon meinen Plan. Wie tief ist das Wasser? So, das war schon. Ne, wir können es bewegen. Dann werden wir mal hier so ein Modul und dann werden wir eine Bombe hinlegen. Ich hoffe, das reicht. Einmal die hier und dann einmal die hier. Oh, das hat ja viel gebracht. Gut, nochmal. Okay, wir werden auch eine andere Waffe gleich aussuchen. Und zwar werden wir nicht dich nehmen. Noch nicht dich, wir nehmen dich. Okay, tschüss. Vom! Na komm, brech es auf. Das war ja irgendwie süß. Boah, aber trotzdem möchte ich davon nicht erschlagen werden. Mami! So, ja, das Tor wurde geöffnet. So, ja, komm mal durch. Wenn wir jetzt hier eigentlich alle rausnehmen, dann müsste doch eigentlich keiner mehr kommen, ne? Warte mal. Mit dem wollte ich eigentlich nicht kämpfen. Aber wir kriegen erstmal ein Wäscherschwert wieder. Mit was? Mit dem? Mit dem Ritterschwert will ich kämpfen. Wow, das sind ja. Ach, das sind ja richtige Lappen. So, ich nehme das Wächterschwert. Okay, ich wollte das Wächterschwert nehmen. Was haben wir? Die Fackel, kommen die Fackel mal weg. Wenn man Fackel braucht, dann kriegt man die ja immer nachgeschoben. Wegwerfen. So. Alles klar, die Kugel kommt dann runter. Die Kugel brauchen wir dann, um das aufzumachen. Alles klar, alles klar. So, um das anzuzünden, können wir auch einfach na, dich nehmen. So. Dich und als Waffe wieder dich. Sehr schön. Dann öffnen wir die Truhe und sehen ein bisschen Mushin-Großschwert. Dieses zweischneidige Schwert fertigt ein Shika-Schmiede speziell für die Soldaten Hyrule's, in denen die einseitige, geschliffene Shika-Kordschwerter allzu fremd waren. Dafür ist kein Platz in der Tasche. Was hau man da raus? So. Warte mal, und ich will das aber auch erstmal fotografieren noch. Wo ist es? Da.
bisschen unscharf passt, aber. So. Macht man nichts. Da ist noch eine Truhe. Ich hoffe, mit keinem Schwert drinnen. Ein Ritterschwert. Weißt du, da können wir ja eigentlich das aktuelle wegschmeißen, weil das hat ja weniger Leben. So, das hat ja noch volles Leben. So, da haben wir ein Ritterschwert. Nehmen wir das auf und werfen es weg. Ah, ein Apfel drinne. Geht's weiter? Gucken wir mal hier rum zuerst. Komm her. Ohne Lanze, dich will ich haben. Mit Lanzen kämpfe ich ja gerne, das wisst ihr ja. So. Was werft man diesmal dazu weg? Die Lanzen haben wir schon fotografiert, ne? Alles klar, so wurde die Lanze aber auch noch nicht weggeschmissen. Gut, okay, was werft man dafür weg? Du bist doch eh fast kaputt. Warte mal, was ist das? Haltbarkeit und Angriffskraft plus 8. Nice. Das und das. Weißt du was, da werfen wir mal kurz das hier weg. Nehmen das aber in die Hand. Einfach damit das halt kaputt geht, ne? Wenn wir das jetzt aktivieren, das bringt uns gar nichts. Komm, geh kaputt. Ja, ist kaputt gegangen. Nee, ich will das Schwert. So. Damit haben wir das Schaden. Ging es ein Abgrund? Ja. Was ist das denn für ein komplexer, riesiger... Wow. Ja. Ah, das ist wieder was so zum Bewegen. Gut, gut. So. Sehr gut. Das wird wohl kaum schaffen. Und bumm. Sehr schön. Da ist noch eine Truhe. Ich hoffe, da ist jetzt nichts zu kämpfen drin, so wie ich mir ein Glück kenne. Natürlich ist da jetzt ein antiker Reaktorkern drin. Natürlich war er da drin. Ich habe die Orientierung verloren, muss ich sagen. Hm. Und hopp, laufen die Treppe geschwind hoch. Das sieht ja super aus. Okay, hier können wir problemlos laufen. Da hinten aber nie. Warte mal, wir werden... Was habt ihr denn? Was habt ihr denn noch für extra Fähigkeiten? Haltbarkeit und Weitwurf.
Oh, nice. Mama. Geht das von hier aus? Schade, leider nicht. Wenn heißt, wir nehmen wieder die andere Waffe. Nehmen. So, da zerbricht er eh gleich. So. Ja, komm, jetzt stell dich einfach da drauf. Warte mal. Jetzt. Warte mal, das bringt was? Bringt das? Ein bisschen früher? Jetzt. Ja. Nein. Alles klar. Okay, jetzt drauf. Okay. Jetzt. Auch nicht. Hä? Gut, da stand ich mal kurz auf dem Schlauch. Darf er ja wohl auch mal, ne? Es bleibt offen. Aber da nützt das hier nichts, ne? Nee. So. Bom. So, ja, aber wir nehmen wieder das andere Schwert, das hier. Und da ist eine Truhe hinter versperrt. Gut. Nein, wie dumm. So. So, da haben wir das auch. Ein Diamant. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Ich weiß aber nicht, ob das was bringt. Hm.
Ich glaube nicht. Wir sind ganz am Anfang. Das ist klar. So. Okay. Ja, dann laufen wir hier lang. Kann man das wieder mitnehmen? Nee. Oh, ich will nun endlich viele Waffen tragen. Come on. So. Nee, schon gut so gelöst halt immer so. Warum steht denn das wieder auf der anderen Seite? Ich will mich nur umgucken, weil man kann ja jetzt ziemlich offensichtlich hier drauf. Ach so, da kommt dann. Aber an sich sehe ich keine Truhe. Sehe da einen Schalter? Ach so, das war der Schalter. Alles klar. Aber meine Augen erblicken trotzdem noch was. Jetzt hat man hier hinten drin eine Truhe. Wenn wir jetzt keine Bomben hätten. Okay, wir haben immer Bomben. Wir werden ja auch jetzt eingesperrt. Silberner Rubin. Dann wollen wir es mal bomben. So. Da laufen wir einfach wieder hier durch und haben noch den silbernen Rubin uns geholt. Damit sollten wir den, glaube ich, haben. Ne? Super. Gab es bei Zelda-Teil eigentlich einen Donnersprung? Das ist nochmal super. Das frage ich mich gerade. Gab es da Donnersprung? Ich weiß es nicht. Das ist meine ernsthafte Frage. Warte mal. Ich überlege gerade. Erstmal holen wir uns das hier ab und ich überlege währenddessen. Oder ich beende währenddessen einfach den Part. Ja, und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.